Mann, heute geht's um die Kohle, um den Zaster, um die Penunze und was hast du für ein tolles Wort dafür? Geld, genau, Geld. Kohle. Geld. Ja, wie ist das denn nochmal mit der Fülle und so? Ah, viele noch so ein kleines Problemchen mit, ne? Oder alle? Der eine mehr, der andere weniger. Aber das liegt ja an ganz bestimmten Dingen, an bestimmten Energien, an bestimmten Blockaden. Und da bin ich jetzt mega gespannt, was wir heute in diesem Video erfahren. Denn ich habe wieder Cornelia Bahr zu Gast. Also dir erstmal nochmal sei herzlich gegrüßt. Und Cornelia, hallo, grüß dich recht herzlich. Hallo, lieber Andreas. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ja, heute machen wir mal mit dem Geld ein bisschen Experimente. Und zwar, ja, die Macht des Geldes. Sie hat Macht über uns. Und was macht diese Macht mit uns? Also Geld braucht man, um leben zu können, ist ganz klar. Jeder von uns braucht es. Und es ist eine Energie, die nicht zu unterschätzen ist. Die Energie möchte irgendwo anerkannt werden. Sie möchte nicht verhöhnt werden, wie man sagt, Geld ist schmutzig, Geld verdirbt den Charakter. Wir haben so viel Glaubenssätze in uns. Wir dürfen nicht so viel Geld haben. Wir haben es nicht verdient. Es ist ein Hin und ein Her. Und wir alle mögen Geld. Aber ja, um es auszugeben, klar, aber wir sind uns manchmal auch nicht wirklich bewusst, wie fließt es denn zu uns? Wie kann es denn überhaupt kommen, wenn wir solche Gedanken in uns tragen? Und deswegen ist mir die Idee gekommen, wenn Gawel Gedanken herauskämmt, die uns belastend für uns sind, dann kann Gawel auch alle Blockaden und Gedanken aus dem Kopf herauskämmen, die eben den Geldfluss bei uns sozusagen die Pipeline abbrät, sozusagen. Und das möchte ich gern mal probieren und ich habe es schon öfters probiert und es sind viele tolle Feedbacks gekommen, dass er einfach irgendwo mit der Energie, mit dem Geld an sich eine andere Sichtweise erhalten haben. So möchte ich das erklären. Das hört sich ja richtig gut an. Das hört sich gut an. Ich denke aber, man muss wirklich auch bereit sein dazu. Die Seele muss ein Ja sagen, weil wir haben alle das Recht, Geld zu haben. Es gibt genügend Geld auf dieser Welt für alle von uns. Es ist nicht nur für irgendwelche Schichten möglich, dass die nur Geld besitzen dürfen, sondern auch wir. Jeder hat das Recht, Geld zu besitzen, diese Energie. Und wenn man sich mal das Geld jetzt einfach als Energie mal versucht zu fühlen, wie fühle ich Geld? Dann kommt auf einmal manchmal schon so eine Energie hoch und denkt, Geld ist nicht so toll und oh nein, also ich möchte halt nur das und das, aber wir haben das Recht zu sagen, ich darf Geld in Hülle und Fülle haben. Und das ist eben diese Krux an diesem Ganzen. Wir lassen es nicht zu. Das fängt ja damit an, dass wir uns einfach mal vorstellen, dass wir wie Dagobert Duck in dem Geld baden. Macht das doch einfach mal. Ja, und wenn man das gedanklich macht, dann fühlt man es ja auch. Und dann geht dieses Gefühl aus einem raus. Und wenn dieses Gefühl der absoluten Fülle aus uns ausstrahlt, dann kann nach dem Gesetz der Resonanz auch wieder genau diese Fülle zu uns zukommen. Und wir können das unterstützen, indem wir nämlich, wenn wir unser Geld in unser Portemonnaie einsortieren, zwei Dinge machen. Erstens, man kann es mit Liebe dort einsortieren und dann immer so rum, dass die Brücke nach vorne ist. Denn diese Brücke bedeutet, liebes Geld, du darfst jetzt gehen, aber komm bitte mit vielen Geschwisterchen zu mir wieder zurück, denn ich liebe dich. Und ja, wenn du eben das machst, genau.
Und wenn du das machst, dann hast du selber schon eine ganz andere Verbindung mit deinem Geld. Jedes Geldstückchen, jeden Geldschein so zu behandeln mit diesem Sei mir willkommen, hier ist dein Zuhause für kurze Zeit. Aber was auch wichtig ist, wenn du das dann immer nur hortest, das ist dann auch nicht so gut. Energien müssen fließen, so müssen auch Gelder fließen. So wie ich kann das ja einfach mit praktischem Beispiel dann mal sagen. Wenn ich wieder was Geld kriege, dann kann ich mir davon zum Beispiel einen weiteren Ausrüstungsgegenstand zulegen. Also was weiß ich. Eine Zeit lang waren es halt mal neue Kameras, dann waren es mal neue Mikrofone, dann waren es mal neue Lampen. So kam immer ganz langsam eins zum anderen. Das Geld ist geflossen, es kam Neues rein und ich konnte mir etwas dafür meine Berufung, für meine Begabung zulegen. Kann ja auch fürs Hobby sein oder was auch immer. So wie jetzt gerade, wo mein Auto kaputt gegangen ist, jetzt bitte ich das Universum, mir das Geld für mein neues Auto zu schicken. Ja, ist so, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich vertraue einfach darauf, da wird schon das richtige Geld und das richtige Auto auf mich zukommen. Ja, und das möchte ich eben, dass du das auch kannst. Und jetzt geht es los, denn die Cornelia, die weiß, wie wir diese negativen Energien aus uns rauskämmen können. Und Gavel kommt wieder dazu. Ich freue mich schon. Cornelia, los geht's. Ja, also du hast mir jetzt wirklich aus der Seele gesprochen. Ich wollte das auch nochmal mit den Geldscheinen sagen, also dass man die wirklich so hingibt, dass die Brücke da ist, dass es wieder zurückkommt. Also wirklich hast du es auf den Punkt gebracht. Und dann lege ich wieder los. Daran sieht man, dass wir beide überhaupt nichts abgesprochen haben, aber dass wir im Feld miteinander verbunden sind. Das ist das beste Beispiel dafür, oder? Das ist wunderbar. Besser ist nicht möglich. Ja. So denn. Also, dann geht's los. Dann machen wir wieder eine kleine Meditation. Und während dieser Meditation kämmt dann Gavel alles, was uns blockiert in Bezug auf Geld und Glaubenssätze und alles heraus, um einfach eine neue Einstellung zum Geld zu erhalten, ein neues Gefühl für Geld. So. Nun schließe deine Augen und atme das Licht der Liebe in dich hinein. Das Licht der Liebe, das in dir zirkuliert, in dein Herz hineinfließt und es öffnet für alles Gute und Schöne, was es gibt. Und in diesem freudigen Bewusstsein lässt du dich fallen in dein göttliches Licht, in deine göttliche Flamme, das Feuer deiner Selbst umhüllt dich, wärmt dich, umzüngelt dich. Und zeig dir, du bist mehr als nur Mensch. Gehe nun in die tiefe Absicht und rufe all deine Chakren zusammen und vereinige sie zu einer großen, goldenen Sonne. Du brauchst nichts dafür zu tun. Dies geschieht alles wie von selbst. Und nun dehne dich aus in allen Richtungen. Immer höher, immer weiter. Bis zu den höchsten Ebenen des Lichtes. Dein Seelenlicht strahlt vollkommen hell in die Weiten des Universums hinein. Und ich rufe jetzt mit der Liebe
meines Herzens, den Engel Serapis Bey, der für Fülle und Reichtum im Universum zuständig ist. Und auch Gavel betritt das Feld deiner Seele und kommt auf dich zu in Achtsamkeit und in Respekt. Und er nimmt deine Hand und Gavel und Serapis Bey wirken nun für dich. Gebe dich hin den Energien der Göttlichkeit. Es ist vollbracht. Serapis Bey zieht seine Energien zurück. Gavel verneigt sich vor dir. Und es ist Zeit, wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Nimm ein paar tiefe Atemzüge.
komme in deinem Rhythmus wieder ins Hier und Jetzt. Und öffne deine Augen. Ja, willkommen zurück. Das Geld fließt. Genau, jetzt darf die Fülle fließen. Aber wirklich, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass also wirklich viele Pipelines, die vorher wirklich abgehackt waren, geöffnet wurden und es steht nichts mehr im Wege, dass die Fülle zu euch kommt auf allen Ebenen. Und manchmal ist Fülle nicht nur Geld, sondern auch etwas, was Freude macht. Und diese Freude wiederum zum Geld führt, zum kleinen oder zum großen Geld, wer weiß. Ja, ganz genau. Und wir können das noch ein bisschen unterstützen mit dem Trick, den ich gerne anwende. Einige von euch kennen ja vielleicht schon in meinen Videos, wie ich das dann sage. Und das möchte ich jetzt nochmal an diese Stelle wieder anbringen. Stell dir doch einfach mal vor, dir würde jetzt jemand eine große Summe Geld auf den Tisch legen. Such dir eine aus oder nimm von mir aus 45.000 Euro. Oh, das ist viel, ne? Genau. Nehmen wir mal die 45.000 Euro. Und jetzt stell dir mal vor, die liegen da, jetzt mach die Augen zu. Und was wäre, wenn du jetzt 45.000 Euro zur Verfügung hast? Was wäre, wenn du das jetzt frei ausgeben dürftest? Wie fühlt sich das an, hä? So, und das Spiel jetzt noch öfters durch. Was wäre, wenn? Und solange du jetzt in diesem Gefühl drin bist, strahlst du es ja nach außen aus. Das heißt, du strahlst auch die Fülle aus, so als ob du es schon hättest. Und das ist der Trick, weil nämlich jetzt dein ganzer Körper mitspielt. Wenn du dieses andere probierst, so nach dem Motto, ich bin reich, sagt der ganze Körper, du hast sie wohl nicht alle, wo denn? Ich zeig dir, dass du überhaupt nicht reich bist und genau. Nimm dir auch noch die letzten 3 Euro weg. Nee, das wollen wir nicht. Deswegen, wir spielen nur, was wäre, wenn. Denn das Ergebnis, ja, dass wir in dieses Gefühl kommen, das ist viel besser. Das ist nämlich das echte Gefühl, als ob ich diese Kohle schon hätte. Und diese Zaster, diese Penunze oder auch die Fülle, in welcher Form auch immer. Ja. Mir ist das doch egal, ob ich mit Geld mein Auto kriege, das neue, oder ob mir einer eins dahinstellt, mal krass gesagt. Ja, ich brauche ein Auto. Ne? Also, ja, also ich fertig. Der Weg ist vollkommen egal. Und wie das Universum das macht, ich bin offen. Und von daher, probier es einfach aus. Also, ab sofort, was wäre, wenn? Und dann geh ins Träumen. Vielleicht schlaf mal heute Abend so ein. Cornelia, hast du abschließend noch eine schöne, ja, Gavel und Serapis Bay beziehungsweise Geldbotschaft für unsere lieben Zuschauer? Ja, ich denke, man sollte das Geld irgendwie auch überlegen, für was möchte ich es denn? Nur um dass ich es habe, sondern einfach auch einen Wunsch dahinter stellen, dass man eigentlich auch eine Portion Freiheit für dieses Geld, wo man dann hat, auch die Freiheit genießen kann. Also ich kann das ganz, ja, ich fühle es, aber fehlen mir gerade ein bisschen die Worte, weil ich noch so erfüllt bin von dieser Meditation. Ich fand die echt toll und es fließt alles. Also Goldtaler fließen auf uns herab. Wann immer das auch dann zu uns kommt, spielt auch einfach mal Lotto. Man weiß nie, alles ist drin. Ach, das ist toll, dass du das jetzt ansprichst. Da muss ich spontan noch etwas erzählen. Ich habe mir gestern Abend zufällig den Film Eat, Pray, Love mit Julia Roberts nochmal angeguckt. Ja. Und der Moment, wo sie dann ankommt in Italien, da erzählt sie diese kleine Anekdote, die, wenn man den Film genau kennt, weiß, dass sie wieder kommt. Nämlich, da ist ein ganz Armer, der geht immer in eine Kapelle, glaube ich, zu einer Figur, zu so einem Engelwesen oder sowas und betet dort an, bitte, 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 lass mich im Lotto gewinnen. Und immer wieder geht er dahin. Und immer wieder, bitte, 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 lass mich im Lotto gewinnen. Irgendwann hat dieses Wesen die Faxen so dicke, erweckt zu leben. Und als er wieder da war, der arme Mann, da sagt dieses Wesen zu dem Mann, bitte, 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 kauf dir ein Los. Genau so. Wir müssen dem Leben auch die Chance geben, die Möglichkeit geben, uns zu öffnen, ja, dass es kommen kann. Ja.
Das, diese kleine Anekdote am Rande. Noch ein kleiner Trick. Wenn Geld kommt, ich sagte ja vorhin, es muss fließen. Naja, das soll schon fließen. Aber dann packt ihr doch einfach einen gewissen Betrag auf die Seite, wo du sagst, im Notfall habe ich da ein bisschen was. Da gibt mir Sicherheit. So, und der Rest, der kann dann fließen. Das ist schon Mittelweg. Also, ja. Damit. Also, was ich noch gern dazu sagen möchte, ist, im Universum ist es eigentlich egal, wie viel Geld wir uns wünschen. Ob mir das jetzt 10.000, 50.000, 500.000, aber es sollte für jeden Einzelnen, der sich diese, sag mal, diesen Wunsch ins Universum schickt, für ihn realistisch sich anfühlen. Wenn man sagt, ich will 500.000 Euro und denkt, ach, das ist so oder so nicht, das passiert nicht, dann wird es auch nicht geschehen. Sondern es, man kann ja auch mal sagen, ach, mit 10.000 wäre ich jetzt auch zufrieden. Es wäre einfach toll, wenn ich es hätte. Und das dann wirklich manifestieren, indem man vertraut und es abgibt und nicht andauernd drüber nachdenkt, wo konnte das jetzt herkommen. Das Universum bringt es so, wie es für richtig hält, das Universum. Will's mal so sagen. Es ist einfach. Man muss es einfach nur zulassen. Ja. Und es kann manchmal aus Ecken herauskommen, wo man gar nicht vermutet, dass da überhaupt was von Geld und Energie sein könnte. Das definitiv ist das Wichtige. Vertrauen. Genau. Es kann auch mal ein super tolles Angebot sein, wo man halt, so wie es mir passiert ist, ich habe mir eine Kamera gewünscht und plötzlich bekomme ich einen Hinweis auf eine gebrauchte Kamera mit ganz viel Zubehör dazu und das für sehr, sehr günstig. Das heißt, für das Geld, was ich eigentlich gespart hatte, für die Kamera in neu zu kaufen, hätte ich nur die Kamera gekriegt, habe ich jetzt eine komplette Ausrüstung gekriegt. Also so kann es dann auch mal gehen. Das ist auch Fülle, das ist auch das Universum, was es dann eben auf diesen Hinweis bringt. Ja. Ich habe so viele Beispiele gebracht. Erstmal jetzt ganz herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du zugeschaut hast. Wir hoffen, dass wir dich ein kleines bisschen inspirieren konnten. Und liebe Cornelia, dir ganz herzlichen Dank wieder, dass du auch das hier mit und für uns Andreas, gemacht hast. Andreas, herzlichen Dank und auch den Zuschauern da draußen herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Senden wir dir auf unserer Linie wieder alles Liebe.